Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in der heutigen Folge bauen wir die Feuerwehr von Springfield. Lang ist her, wir hatten ja sie schon einmal gebaut, die Feuerwehrwache, aber mit der Zeit sind ja einige Sachen noch dazugekommen und mein Bauset hat sich ja auch in der Zeit ein bisschen gewandelt und von daher dachte ich mir, Mensch, es wird mal Zeit, die zu überarbeiten und ich muss sagen, wenn wir sie erstmal im originalen Blockmaterial bauen, sieht sie doch eigentlich relativ ordentlich aus. Zu der Feuerwehrwache noch gesagt, wir bauen einen kleinen Mix aus Spiele-App und aus der passenden Folge der Simpsons, wo sich eigentlich alles um die Feuerwehr gedreht hat. Ich blende dir mal ein, kannst du gerne hier nochmal angucken. Da ist auch einiges passiert, was die Simpsons da wohl erleben mit der Feuerwehr. Naja. Jo, dann würde ich sagen, legen wir los und basteln uns mal die Feuerwehrwache hin. Dazu brauchen wir wieder eine Menge an Blockmaterial. Leicht überschaubar fangen wir erstmal mit roter Keramik an, hellgrauer Beton, Steinstufen und hellgrauer Beton. Wenn wir die vier Sachen zusammen haben, legen wir los. Wir ziehen uns erstmal die ganzen Grundrisse von unserer Feuerwehr. Und da ist dann immer auch die Frage, wie will man sich das Ganze platzieren. Ich mache einfach hier mal so einen kleinen Abstecher zu unserem Bürgersteig. Ich empfehle einfach mal so eine Abstandslänge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sagen wir mal 11, 12 Blöcke mal Abstand halten vom Bürgersteig. Dann habt ihr auch noch eine schöne kleine Auffahrt. Aber ich könnte auch sagen, vielleicht noch 2, 3 Blöcke mehr ransetzen auf der Länge, dann würde das auch passen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal die Grundkomplexe von unserer Feuerwehr zusammen. Also, wir fangen erstmal an, dass wir uns hier erstmal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke an sich hier erstmal hinsetzen. Dann gehen wir einmal zur Seite nach hinten weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke hin und dann biegen wir hier einmal zur Seite ab und da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Nachdem wir das dann erstmal hier so lang gezogen haben, setzen wir darauf noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir dann hier eine 7er Höhe. Wenn wir das dann hochgezogen haben, bauen wir den nächsten Teil unserer Feuerwehr gleich auf der offenen Seite ran. Ich würde sagen, wir machen hier gleich vorne glatt weiter. Da ziehen wir erstmal hier einfach zur Seite weg. Und zwar machen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 weitere Blöcke gerade dann vorne weg. Dann gehen wir einmal nach hinten gerade weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Blöcke dann auch gerade weg nach hinten. So, jetzt können wir an sich hier einmal das hier zuziehen auf der Seite, bis wir hinten einmal anstoßen. So, sind wir angestoßen. Setzen wir noch 1, 2, 3 Blöcke weiter nach hinten weg, biegen dann zur Seite ab. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Dann gehen wir noch einmal nach hinten weg. Da setzen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Blöcke einfach mal ran. So, jetzt können wir hier hin einfach gerade mal zur Seite wegziehen und bleiben, sage ich mal, hier ein Block, bevor wir hier, sage ich mal, aufeinandertreffen, stehen und lassen das Ganze offen. Jetzt können wir das ganze Ding hier, was wir uns jetzt so ein bisschen vormarkiert haben, auf eine Höhe von insgesamt, ich zähle jetzt unten schon mal mit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also ziehen wir jetzt das, was wir uns hier langgezogen haben, insgesamt auf eine Höhe von 13 Blöcke. Wenn man das dann auf 13 Blöcke hochgezogen hat, gehen wir weiter und bauen das nächste Teil an unsere Feuerwehr ran. Und zwar denn hier auf der Seite, wo wir auch wieder so eine kleine offene Stelle haben, geht es weiter. Ich würde sagen, wir fangen von vorne bei unserer Feuerwehrwache an zu zählen. Einfach mal gehen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke nach hinten. Hier setzen wir erstmal einen hin. Den ziehen wir dann zur Seite einmal weg. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke gehen wir dann einfach zur Seite weg. Biegen dann hier so ab und ziehen das Ganze dann nach hinten weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke gehen wir dann nach hinten weg.
und einen setzen wir dann noch zu unserer Feuerwehr hin. Wenn wir das dann soweit haben, können wir das Ganze noch auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke komplett hochziehen. Nachdem wir das dann auf 6 Blöcke hochgezogen haben, geht es weiter hinten noch an unserer offenen Stelle, die wir haben. Hier kommt ja unser Turm hin von unserer Feuerwehr. Da nehmen wir erstmal unseren hellgrauen Beton zur Hand und fliegen jetzt hier hinten an der Ecke einfach mal hin und setzen hier so eine graue Betonecke hin. Immer zu den Seiten setzen wir 1, 2, 3, 4 mal rote Keramik und dann wieder hier so eine Ecke. Ne, dann wieder 4 mal rote Keramik, Ecke hin. Wieder hier 4 mal rote Keramik, Ecke hin und dann können wir das Ganze hier miteinander verbinden. So, dieses Muster ziehen wir jetzt noch nach oben und zwar auf eine Höhe von, warte, wir zählen hier wieder alles mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Insgesamt ziehen wir den Turm auf eine Höhe von 21 Blöcken. Wenn wir den Turm auf 21 Blöcke hochgezogen haben, geht es weiter. Nun schnappen wir uns einmal unsere Steinstufen. Und zwar, wir haben ja drei Ansätze gebaut. 1, 2 und 3. Da platzieren wir jetzt auf den Kanten unserer roten Keramik nochmal eine Steinstufenreihe. Das machen wir natürlich dann bei allen. Haben wir auf den Kanten denn überall unsere Steinstufen platziert, gehen wir nochmal zu den beiden Seitenteilen. Auf der einen Seite ist es natürlich jetzt hier an der Wand offen. Das wollen wir nochmal zuziehen. Einfach hier eine Steinstufenreihe gerade an der Wand dran. Auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Einfach hier, was offen ist oder halt abschneidet, wobei wir hier keine rote Keramik haben, ziehen wir trotzdem halt hier eine Steinstufenreihe lang. Nun bleibt ja nur noch der hellgraue Beton übrig. Den habe ich mir gedacht, dass wir den hier oben als Decke nehmen für unsere Feuerwehr. Du kannst aber auch gerne einfach nur Tonblöcke nehmen, falls du die nicht für deine Einfahrt benutzen solltest. Tonblöcke würden sich auch besser eignen, da sie natürlich nicht schwerkraftbedingt sind. Bei unserem hellgrauen Beton muss man da unter noch eine Stufe platzieren, damit er halt nicht zum Boden fällt. So, dann würde ich sagen, ziehen wir hier einfach mal die drei Komplexe damit zu. Haben wir auch das Dach denn so fertig gezogen? Entweder hast du jetzt hellgrauer Beton genommen oder halt nur ganz normale Tonblöcke. Aber ich finde, mit hellgrauem Beton sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus. Ja, weil wenn man das hat, wechseln wir noch einmal kurz unserer roten Keramik. Und zwar auf der Vorderseite ziehen wir uns noch so einen kleinen Anbau ran. Wir beginnen einfach hier komplett auf der Außenseite und zählen einfach zur Innenseite 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 ziehen wir einfach mal hin. Also 5 Blöcke nach den ersten 5. 5 Blöcke an der Seite freilassen, 5 hinsetzen. Davor setzen wir dann jeweils an den Seiten nochmal eine Stufe. Und dann lassen wir einfach mal eine Blockreihe frei und setzen 3 Stufen nach vorne hin. Nun begeben wir uns einmal zu unserem großen Turm bei der Feuerwehr. Da setzen wir oben an der Kante nochmal eine Steinstufenschicht lang. Wenn du dann bei unserem Turm oben die Steinstufen rumgezogen hast, machen wir jetzt schon uns an die nächste Aufgabe. Und zwar, vielleicht erkennst du schon, ich habe schon ein bisschen was vorgemarkert. Und zwar schlagen wir jetzt alles frei, was denn später Fenster und Eingänge werden für unsere Feuerwehr. Dabei würde ich sagen, fangen wir hier einfach mal auf irgendeiner Seite an. Ich würde sagen, hier bei dem kleinsten Teil geht es erstmal los, da wo unsere Haupttür ist. Das heißt, einfach mal jetzt hier auf der rechten Seite legen wir los. Lassen jetzt erstmal hier einen Block frei und dann schlagen wir hier ein 3x3 großes freies Feld uns hin. Hier kommt dann später unsere Haupttür hin. Wir hatten ja hier so einen kleinen Anbau gemacht von 5 Blöcke. Genau dahinter machen wir auf einer Dreierhöhe auch nochmal 5 Blöcke hier einfach mal weg. Wir bleiben jetzt erstmal hier und gehen jetzt einfach mal zur Seite weg. Jetzt lassen wir hier immer 2 Blöcke Platz und schlagen dann auf einer Viererhöhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke weg. Wieder 2 Blöcke Platz lassen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke wieder weghauen. Und insgesamt sollten wir hier auch noch 2 Blöcke haben. Und das Ganze halt wie gesagt auf eine Viererhöhe. Wir bleiben noch gleich auf der Vorderseite. Wir machen noch oben 2 Fenster hin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite hin. Wir hatten ja hier so eine Steinstufe. Oder jetzt hier an dem Anbau, jetzt ziehen wir einfach mal die ersten Block hier. Denn ab dem zweiten geht es dann los. Wir gehen zur Seite, lassen jetzt hier wieder 2 Blöcke Platz. Und schlagen denn hier einfach eine Lücke rein von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das Ganze dann immer auf eine 4er Blockhöhe. So, also 7 Blöcke an sich hier lang, ne, und eine 4er Höhe. Und dann lassen wir einfach 4 Blöcke Platz und schlagen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke weg. Auch hier wieder auf eine 4er Höhe und sollten dann hier auch nochmal perfekt dafür dann 2 Blöcke Platz haben.
Ja, dann haben wir die Vorderseite schon mal so ein bisschen freigehauen. Kommen wir jetzt einmal auf die erste Seite. Wir fangen unten an. Wir lassen hier drei Blöcke Platz. Und dann schlagen wir hier so ein dreierbreites Fenster rein. Auch hier wieder denn auf eine Viererhöhe machen wir das Ganze. Ne? Einfach drei Blöcke Platz lassen und dann Dreierfenster auf eine Viererhöhe. Gehen wir jetzt ein Stockwerk höher. Auch hier wieder an unserem Anbau, ne, was wir hier reingebaut haben. Wir gehen einfach zur Seite, lassen drei Blöcke Platz, schlagen dann 1, 2, 3 Blöcke weg, machen hier so ein Fenster hin, wieder zwei Blöcke Platz lassen, wieder so ein Dreierfenster hin, zwei Blöcke Platz lassen und wieder so ein Dreierfenster hin. Und diese Dreierfenster machen wir halt immer auf eine Viererhöhe. So, dann haben wir die Seite fertig und gehen auf die andere Seite. So, hier auf der anderen Seite machen wir erstmal wieder die unteren Fenster fertig. Hier bei unserem Anbau lassen wir einfach an den Seiten jeweils zwei Blöcke Platz. Unten wie oben jeweils ein Block Platz. Das hier ist an sich ein 1, 2, 3, 4, 5 breites Fenster auf eine Viererhöhe. An der Seite hiervon lassen wir immer drei Blöcke Platz und oben und unten auch nochmal ein. Das heißt, hier haben wir wieder so ein Dreierfenster auf einer Viererhöhe und das Ganze zweimal. Dann haben wir den unteren Teil fertig und jetzt kommen natürlich die oberen Fenster noch. Wir fangen auf der Vorderseite an zu zählen, lassen oben einfach einen Block Platz und die zwei darunter ist unsere Fensterhöhe. Jetzt lassen wir an der Seite jeweils drei Blöcke Platz und schlagen dann hier 1, 2, 3, 4, 5er Fenster rein. Dann immer zwei Blöcke Platz lassen und nochmal so ein 5er Fenster. Zwei Blöcke Platz, 5er Fenster, heißt also drei große 5er Fenster machen wir auf eine Zweierhöhe. Wir sind so fleißig, wir machen auch noch den Turm von unserer Feuerwehr. Können wir auch schon mal alles ein bisschen freihauen. Wir fangen unten einfach mal an. Auf der kompletten Seite jetzt hier, wo auch die Fenster sind. Das heißt einfach jetzt hier bei unserer roten Keramik in der Mitte den Zweier. Schlagen wir weg hier unten, machen wir so eine Tür hin auf eine Zweierbreite und Dreierhöhe. Darüber würde ich sagen, lassen wir drei Blöcke Platz und schlagen dann einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das Ganze machen wir dann auf eine Zweierhöhe. Und danach machen wir eigentlich mal das gleiche Spiel. Und zwar lassen wir einen Block frei und schlagen 1, 2, 3, 4 Blöcke hier wieder weg. Einen da lassen und 1, 2, 3, 4 Blöcke weghauen. Ne, dass wir, sage ich mal, unten hier eine Tür haben. Darüber dann 3 Zweier breiter und 4er Höhe Fenster. Und an sich machen wir jetzt auf den Seiten überall nur noch ein paar Fenster hin. Zum Beispiel jetzt hier auf der Vorderseite machen wir nur zwei Fenster hin. Wir richten uns dann halt hier an der Seite von der Höhe und machen dann hier genauso die gleichen Fenster rein. Wenn wir die dann hier auf der Vorderseite haben, gehen wir einmal hier zu unserer Dachseite. Da machen wir nur das ganz oberste Fenster einfach rein. Ne? Übernimmt einfach das Maß hier von der Seite. Und wenn wir das hier haben, bleibt nur noch eine Seite übrig. Und hier machen wir an sich drei Fenster hin und verzichten einfach mal unten auf die Tür. Wenn wir das dann freigehauen haben, fällt dir auf der Rückseite ist ja noch gar nichts. Das hat damit zu tun, dass die Sims nur nichts vorgeben, was sich auf der Rückseite befindet an den Fenstern. Von daher bleibt hier uns freie Hand und dann können wir das dann im Nachhinein machen, wenn wir uns die Feuerwehr einrichten. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal hellgraue Keramik raus, nochmal ein paar Steinstufen, polierte Granitstufen und Eichenblätter. Mit den Eichenblättern legen wir erstmal los. Ich dachte, hier vorne auf der Vorderseite unserer Feuerwehr hatten wir so einen kleinen Anbau gemacht. Da setzen wir einfach mal unsere Blätter rein. Ich habe hier schon mir so an sich eine kleine Ecke an der Seite hingemacht. Ist von den Folgen der Sims zu sehen, dass da was ist. Kann man gerne machen, muss man nicht machen. Ansonsten setzen wir noch eine Hecke hier auf der anderen Seite bei unserem Vorbau. Einfach, würde ich sagen, machen wir eine Hecke von der Zweierbreite einfach dann mal davor. Und wenn wir die Hecke denn haben, sind wir damit erstmal durch und kommen jetzt weiter zu unserer hellgrauen Keramik. Die hellgraue Keramik platzieren wir jetzt einmal auf der Vorderseite. Wir beginnen hier einfach mal ganz rechts, dass wir erstmal, würde ich mal sagen, über unseren Türeingang hier einen Block einfach freilassen und dann hier an sich eine Reihe hellgraue Keramik hinziehen und zwar so, dass wir vom Fenster hier noch eine Reihe überstehen haben. Darauf würde ich jetzt einfach mal an den Seiten eine polierte Granitstufenreihe mir über hier einmal komplett langziehen und darunter dann einfach eine Steinstufenschicht platzieren. Das ist das erste Vordach, was wir uns ziehen. Das zweite platzieren wir hier auf der weiteren Seite, auf der Vorderseite, dass wir, sag ich mal, einfach mal hiervon zwei Blöcke Platz lassen. Ein Block dann hier runter unseren Eingängen Platz lassen und dann hier an sich eine Strebe langziehen bis zur anderen Seite und hier lassen wir dann nur einen Block wieder frei. So, darauf setzen wir jetzt hier überall an den Seiten Granitstufen hin und darunter machen wir dann nochmal ein paar Steinstufen hin. Wenn wir das dann auf der Vorderseite so fertig haben, geht es noch einmal zu unserem Turm. Da setzen wir jetzt oben drauf nochmal das Dach.
Wir machen an sich, würde ich mal sagen, jetzt hier auf unserer Keramikschicht nochmal eine hellgraue Keramik hin. Und wenn wir das haben, können wir hier vorne drauf bei unseren Steinstufen nochmal eine polierte Granitstufenschicht langziehen. Und an sich ist unser Dach jetzt von hier eigentlich komplett gleich aufgebaut. Wir machen jetzt immer so einen kleinen Wechsel von Granitstufen und hellgraue Keramik. Das heißt jetzt einfach, dass wir das wie so eine kleine Pyramide uns hier bauen. Und zwar, dass wir halt immer im Wechsel erstmal so eine hellgraue Keramik haben, dann Granitstufe, eine hellgraue Keramik und wieder so eine Granitstufenschicht. So sollte das dann fertig aussehen. Und wenn wir das dann das Ganze so haben, können wir das Blockmaterial wieder wegtun. Und zwar, um dann weiterzubauen, holen wir uns einfach mal polierte Andesit-Treppen, nochmal Steintreppen. Als Glas für unsere Feuerwehr empfehle ich da einfach mal türkise Glasscheiben. Dann holen wir uns noch Schwarzeichenholztreppen raus, davon nochmal die Stufen und die Falltür. Dann holen wir uns noch eine Fichtenfalltür, abgezogenes Schwarzeichenholz und die Schwarzeichentür. Wenn wir die Masse an Blockmaterial haben, geht's weiter. Fangen wir erstmal auf der Vorderseite mit unserer Tür an, damit wir schon mal das Gebäude betreten können. An den Seiten machen wir unsere Baumstämme hin, die Tür setzen wir rein und darüber dann noch eine Schwarzeichenholztreppe. Gleich daneben setzen wir schon mal unser Fenster rein. Wir beginnen an den Seiten erstmal ganz normale Treppen mit uns hinzusetzen. So, das machen wir auf beiden Seiten. Und wenn wir das haben, platzieren wir vorne unten nochmal zwei Stufen hin. Daneben in jeweils zwei Treppen, dazwischen nochmal eine Stufe. Gleich darüber schlagen wir mal hier die Steinstufen weg, falls du da welche dir hinplatziert haben solltest. Und setzen da dann auch nochmal das gleiche hin. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir platzieren jetzt unten auf den Treppen nochmal ein paar Schwarzeichenholz-Falltüren. Und wer möchte, kann jetzt hier einfach mal sein Glas reinsetzen. Aber mir ist jetzt aufgefallen, mit Glasscheiben sieht das Ganze nicht so gut aus. Da sollte man doch lieber ein paar Glasblöcke verwenden. Wenn wir dann das vordere Fenster haben, geht's weiter. Und zwar machen wir jetzt unsere Tore. Hier ist mir jetzt aber noch schnell aufgefallen, dass wir hier drüber nochmal eine weitere rote Keramikschicht wegschlagen können. Wenn wir das haben, nehmen wir unsere Andesit-Treppen hier zur Hand. Die platzieren wir unten einfach mal. Erstmal darauf dann eine Steintreppenschicht. Darauf dann nochmal eine Andesit-Schicht. Darauf dann, keine Steintreppenschicht, sondern unsere Glasscheibenschicht. Und dann platzieren wir ganz oben eine umgedrehte Andesit-Treppenschicht. So, dieses Tor machen wir noch einmal. Weiter geht es jetzt erstmal, dass wir überall die Fenster rein platzieren. Dabei schnappen wir uns mal unsere Schwarzeichenholztreppen. Wir beginnen jetzt erstmal hier auf der Vorderseite. Dass wir jetzt an den Seiten jetzt hier jeweils immer umgedrehte Treppen uns einmal hier platzieren. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche Spiel. Suchen uns dann hier einfach mal die Mitte raus und platzieren hier auch jeweils nochmal ein paar umgedrehte Treppen hin. So, dazwischen setzen wir dann immer noch ein paar Stufen hin als Verbindung. Und das ganze Spiel machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn wir denn die zwei Fenster auf der Vorderseite fertig haben, geht es jetzt einmal hier zur Seite weg. Hier an sich haben wir vier freie Flächen. Diese Fenster sind immer gleich aufgebaut. Das heißt einfach, dass wir jetzt hier in der Mitte einfach vier umgedrehte Schwarzeichenholztreppen nehmen und an den Seiten dann immer oben an der Treppe eine Stufenreihe uns hier jeweils platzieren. Haben wir denn die Fenster fertig, begeben wir uns mal auf die andere Seite. Auf der anderen Seite gucken wir uns erstmal die zwei Fenster hier unten an auf der Seite. Die sind an sich genau gleich aufgebaut wie die vorigen, dass wir einfach hier in der Mitte jeweils umgedrehte Treppen uns platzieren und dann auf der Höhe der Treppe hier noch ein paar Stufen uns hinziehen. Auf der Vorderseite davon machen wir einfach mal, würde ich mal sagen, dass wir an der Seite eine Reihe frei lassen und dann einfach danach dann hier einfach ein paar umgedrehte Treppen uns platzieren und an sich halt das gleiche Spiel spielen. Haben wir denn hier so ein Fenster fertig? Haben wir hier oben noch drei weitere Fenster. Die werden wir genauso eigentlich machen, dass wir an der Seite halt immer einen freilassen, dann hier so eine umgedrehte Treppe uns hinsetzen und dann auf der Höhe der Treppe hier noch ein paar Stufen uns langziehen. Wir haben immer noch die Fichtenfalltür nicht verwendet. Die benutzen wir jetzt auf der Vorderseite bei diesen zwei großen Fenstern als Fensterläden. Die wollen wir uns, sag ich mal, drei Stück platzieren. Unten die erste Reihe lassen wir uns noch offen. Haben wir denn die Fensterläden hier vorne einmal platziert, machen wir das Gleichspiel auch nochmal hier auf der einen Seite bei diesem großen Fenster, dass wir hier auch an den Seiten noch drei Fensterläden uns platzieren. Wenn wir das dann hier auch fertig haben, schnappen wir uns nochmal eine Steinstufe und bleiben dann hier auf der Seite, wo wir gerade die Fensterläden platziert haben. Jeweils hier vor platzieren wir nochmal so eine kleine Steinstufenschicht als Fensterbrett.
Danach begeben wir uns nochmal hier auf unserer Vorderseite hin. Hier bei unserem großen Fenster machen wir auch nochmal so ein Fensterbrett hin. Das ziehen wir einmal hier lang bis zur anderen Seite. Und wenn wir das denn hier fertig haben, machen wir das Gleichspiel noch viermal hier auf dieser Seite. Sehr schön. Haben wir denn auch hier die Fensterbänke uns noch hingezaubert? Können wir das Ganze jetzt innen drin noch verkleiden mit Glas? Aber das Verkleiden der Fenster muss man ja nur beachten, falls man sich das Ganze auch einrichten möchte. So, dann sind wir hiermit erstmal durch und kommen an eine ganz andere Kiste ran. Und zwar machen wir jetzt unseren Turm fertig. Um den Turm fertig zu bauen, holen wir uns einfach mal Schwarzeichenholzblöcke raus. Schwarzeichenholztreppen, einen Eisenblock, Ziegelstufen, Ziegeltreppe, Steinstufen, Eisengitter, Eisenfalltür und türkise Glasblöcke. Haben wir all das zusammen, geht's los. Wir beginnen erstmal unten uns die Tür hinzuzaubern. Ich platziere mir jetzt einfach mal hier so einen Eisenblock schon dahinter, weil ich mir hier so eine altmodische Tür mache, die nicht aufgeht, weil die ein bisschen klemmt. So, zaubern wir uns hier so eine kleine Tür hin. Und wenn wir das haben, beginnen wir jetzt mit den Fenstern. Das heißt einfach, ich lasse mir jetzt hier drei Blöcke Platz. Wir haben uns ja alles hier schon vorgezeichnet. Und halt bei diesen Viererfenstern machen wir unten Ziegelstufen hin, Ziegelstufen oben hin. Das ganze Spiel machen wir insgesamt zweimal. So, da gucken wir nochmal auf den anderen Seiten. Haben wir hier noch zwei untere Fenster? Jo, haben wir. Die müssen wir alle ein bisschen so uns verkleiden schon mal ein bisschen mit den Stufen. Hier auf der Dachseite haben wir keins, aber jetzt hier nochmal ganz vorne haben wir nochmal so eine Seite. Wenn wir das Ganze hier unten so haben, können wir hier noch so eine kleine Strebe reinziehen. Ich mache das einfach mal mit Steinstufen. Das macht man halt hier überall bei diesen Fenstern, die wir uns gezogen haben. Und auf der Rückseite kannst du denn das Ganze noch mit Glas verkleiden. Wenn du dir denn die Fenster so alle hier unten mal ein bisschen zugezogen hast, geht's weiter. Ups, da fällt mir gerade auf, hier fehlt ja nur eine Strebe. So. Ja, jedenfalls geht es weiter jetzt mit den oberen. Ich habe hier schon so ein bisschen wieder was vorgearbeitet. Und zwar fliegen wir einmal hier rein und holen uns nochmal vielleicht rote Keramik raus. Die platzieren wir bei den oberen Fenstern nochmal einfach an den Seiten hin. Das erleichtert uns das Ganze ein bisschen. Und zwar nehmen wir denn unsere Schwarzeichenholztreppen und die platzieren wir dann hier einfach umgedreht hier einfach rein. Das machen wir dann halt bei allen vier Fenstern hier oben einmal hin. Und wenn wir das denn so haben, platzieren wir unten einfach Ziegelstufen und oben Ziegeltreppen, die hier einfach zur Seite anecken. So ganz sind wir aber noch nicht fertig. Wir haben ja noch Eisengitter und Eisenfalltüren. Die platzieren wir uns nochmal hier unten bei unserem Eingang. Das soll so eine kleine Lampe darstellen, wo sie sich da noch befindet. Als nächste Aufgabe noch hier bei unserem Turm, wir haben ja immer noch vielleicht die rote Keramik zur Hand, machen wir doch in den Ecken so ein bisschen Mauerwerk, was sich da zwischengemogelt hat, einen so einen kleinen abwechselnden Muster. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt hier einen mache, habe ich auf der anderen Seite keinen. Ne? Dann mache ich hier einen hin, aber mache auf der Seite keinen. Dann gehe ich hier ein bisschen höher und gucke einfach mal so, dass die immer so auseinander liegen auf beiden Seiten. Ne? Dann reicht mir das hier auf der Seite, dann gucke ich nochmal hier auf der Seite, mache ich nochmal einen hier so ein bisschen zwischen, dann gehe ich hier noch nach oben, gucke auf der anderen Seite, wo habe ich da einen, da habe ich einen, also mache ich den hier vielleicht so hin. Ne? So ein bisschen so einen kleinen Wechsel. Und das reicht mir auch. Da muss man nicht so doll übertreiben. Und wenn wir das denn hier soweit haben, sind wir auch mit dem Turm fertig. Das nächste, wo wir uns jetzt ranwagen bei unserer Feuerwehr, ist das Dach. Ich habe mir hier schon so kleine Markierungen überall gemacht. Jetzt gehen wir noch hier an die Kiste ran. Für den Start für unser Dach holen wir uns einfach mal hellgrauer Beton raus, polierte Andesittreppen und Eisenfalltüren. Damit basteln wir uns jetzt hier oben so ein Wegchen zum Dach, unsere Dachtür. wir machen an sich, sage ich mal jetzt hier, gehen wir hinten an die Ecke ran. Sagen wir mal, lassen wir hier überall so zwei Blöcke Platz. Und dann setzen wir uns hier so einen Dreier hin, ne, dass ja auf jeder Seite drei Blöcke ist. Das Ganze machen wir uns dann so wie eine kleine Pyramide. Setzen vorne denn, würde ich mal sagen, die Eisenfalltür rein. Ganz oben mache ich mir eine Andesit-Treppe hin, so umgedreht. Und auf der Rückseite machen wir auch nochmal Andesit-Treppen, die dann bis ganz nach oben gehen. So, der Rest für unser Dach, was wir brauchen, sind zum einmal Steinziegelmauern, Steinziegelstufen, Eisengitter, Andesitmauer, Andesittreppe, Andesitstufe, gemeißelte Steinziegel und eine Eisenfalltür. Haben wir all das zusammen, geht's los. Erstmal verwenden wir den gemeißelten Steinziegelblock. Hier so einmal an der Seite, würde ich mal sagen, bei diesem Anbau, lassen wir hier vorne an der Seite lieber zwei Blöcke Platz, setzen hier so einen gemeißelten Steinziegel hin und darauf eine Eisenfalltür. Jetzt kommen wir mal zu den Steinziegelmauern. Ja, gleich auf der Rückseite lassen wir an der Seite, würde man sagen, hier zwei Blöcke Platz, hier oben eine Seite Platz lassen und dann setzen wir so eine zweier hohen Schornstein einfach mal hin.
Auf der anderen Seite unserer Feuerwehr würde ich mal sagen, gehen wir hier auch nochmal aufs Dach. Lassen jetzt hier an der Seite eine Reihe frei und von vorne lassen wir 4 Blöcke Platz. Und dann setze ich mir hier nochmal zweimal so ja, 2 Schornsteine hin. Da bleibt am Ende jetzt nur noch das große Dach hier übrig. Da habe ich noch einen Schornstein und 2 hier hinten auf der Rückseite. Wir lassen wieder an der Seite einen frei und dann von der Rückseite nochmal 5 Blöcke so frei. Und setzen wir uns hier wieder so einen 2er Schornstein hin. Wir bleiben immer noch bei unseren Steinziegelmauern. Jetzt machen wir uns hier so eine kleine Antenne hin. Da würde ich mal sagen, das ist so Augenmaß, wie man sich das Ganze platziert. Ich habe so ein bisschen geguckt und finde das Maß super, aber du kannst es dir auch gerne umgestalten. Aber an sich lasse ich jetzt einfach hier zur Seite 5 Blöcke Platz und nach vorne lasse ich mir 8 Blöcke Platz. So, dann setze ich mir hier so eine Mauer hin. Das Ganze ist dann auch wieder so augenmaßmäßig, wie hoch man sich das zieht. Ich empfehle einfach mal so etwa die Höhe, wie jetzt unser Turm hoch ist. Aber du kannst auch gerne höher die Antenne machen. Das ist nicht so ganz vorgegeben bei den Sims. Das ist mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Naja, ich würde sagen, so ein bisschen auf der Höhe unseres Turmes. So, dann machen wir jetzt so, sag ich mal, verbinden wir das Ganze hier so ein bisschen mit ein paar Eisengittern. Unsere Antenne, damit die nicht umknickt. Und zwar, ich habe mir gedacht, die erste machen wir uns hier vorne an der Seite hin, dass wir an der Seite jeweils 2 Blöcke nochmal Platz lassen. Setze ich mir erstmal hier so eine kleine Strebe hin. Dann gehe ich hier ein bisschen zur Rückseite hin, richte mich so ein bisschen von unserem Turm. Und dann gehe ich hier zur Seite 1, 2, 3, 4 und setze mir hier auch gleich eine hin. Hier gegenüber würde ich mal sagen, gleich hier dann gerade 2 freilassen und dann hier so eine Antenne sich markieren. Denn nochmal ganz vorne lasse ich mir dann, würde ich mal sagen, hier vorne 3 und zur Seite 2 Blöcke Platz und setze mir auch so eine Markierung hin. So, bevor ich jetzt anfange, mir das Ganze hochzuziehen, sind wir schon mal vorne. Und dann würde ich sagen, mache ich mir hier schon mal so eine kleine Satellitenschüssel hin. Da nehmen wir mal unsere Andesit-Mauer zur Hand. Lassen wir jetzt auf der Vorderseite natürlich eine Reihe frei und zur Seite 5 Blöcke frei. Und dann setze ich mir hier so 2 Mauern hin, obwohl eine reicht eigentlich. Darauf setze ich mir dann an sich einen Andesit-Block. Lass mir denn hier oder setze dann an den Seiten so 2 umgedrehte Treppen und darauf dann normale Treppen. Auf der Rückseite setze ich nochmal hier so eine Stufe hin. Auf der Vorderseite würde ich sagen, setzen wir uns eine Eisenfalltür hin und darauf dann ein Eisengitter, so als kleine Satellitenschüssel. So, wenn wir das haben, kommen wir zum schweren Teil. Und zwar müssen wir jetzt so unsere ganzen Streben mit den Eisengittern, die wir uns jetzt so leicht markiert haben, also 4 Stück halt immer so an den Seiten, jetzt so unsere Antenne bis oben hin uns platzieren. Da fällt dir auf, wenn man sich jetzt hier, sagen wir mal, auf den 4 Seiten sich das Ganze so markieren will, das verbindet sich nicht. Da müssen wir einfach dann hier oben einen Block hinmachen, vielleicht noch eine Stufe extra rauf, damit das noch ein bisschen spitzer aussieht. Und dann kann man sich das jetzt so ein bisschen hinziehen. Das dauert ein bisschen, von da mal hier kurz so einen Cut. So, ich bin denn soweit. Ich habe jetzt hier mir das Ganze ein bisschen nach oben gezogen und da habe ich noch gleich ein paar kleine Änderungen gemacht. Wie zum Beispiel, ich habe hier noch gemeißelte Steinziegelblöcke noch hier unten benutzt als kleine Halterung. Sieht vielleicht auch ein bisschen besser aus. Ja, und dann habe ich mir das Ganze hier so ein bisschen lang gezogen zur Antenne, damit das hier alles stabilisiert wird. Und dann habe ich mir noch gedacht, mit Andesit-Treppen und so sah das Ganze nicht cool aus mit meiner Satellitenschüssel. Habe ich es mir irgendwie besser vorgestellt. Von da habe ich es nochmal geändert zu Steinziegeltreppen alles. Und das sieht doch ein bisschen besser aus. Dann sind wir eigentlich so gut wie schon fertig mit unserer Feuerwehr. Der Rest, der noch ran muss, ist natürlich die Schritt von Springfield. Die wollen wir uns nochmal raufschreiben mit Banners. Aha, so, da steht es schon mal. Also die Springfield Feuerwehrwache. Natürlich können wir nicht komplett Springfield draufschreiben, wie es beim Gebäude ist. Von daher müssen wir Springfield vielleicht ein bisschen abkürzen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie man Springfield abkürzt. Ist es SF oder SP? Was ist gängiger? Aber ich denke mal, SF wird schon sein. Ja, ansonsten ist denn jetzt hiermit die Feuerwehr fertig. Wir machen noch ein Tutorial. Das gibt es dann unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann gucken wir uns die Feuerwehr auch noch an, wenn sie fertig ist. Ihr könnt vielleicht noch dem Vorbau winken. Der wird jetzt wieder weggebrannt. Ja, aber ansonsten, was kann man hier noch sich so ein bisschen dazu bauen? Natürlich so eine kleine Auffahrt, ne? Vielleicht hier alles so ein bisschen markieren, wo es denn hingeht zum Tor. Vielleicht noch ein paar Hecken kann man sich machen. Vielleicht allgemein noch ein bisschen gestalten, werde ich auch noch machen. Und die Feuerwehr hat sogar noch eine amerikanische Flagge hier vorne. So ein Flaggenmast kann man sich vielleicht auch noch basteln, wer möchte. Relativ simpel aufgebaut. Und wie hoch der ist, der Flaggenmast, das kann man sich auch mal so ausdenken. Ich denke mal einfach so ein bisschen auf der gleichen Höhe, wie unser Turm ist, geht das Ganze. Und die Fahne, wenn man sie bauen möchte, ist relativ einfach. Bleibt jetzt der Zubi-Block und an sich besteht die Fahne hier eigentlich nur aus Treppen. So, das war's denn hier für die erste Folge. Ich würde sagen, stellen wir uns hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, mache ich mich jetzt ran, das Ganze einzurichten. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.
uns freiwillig bei der Feuerwehr melden. Ihr seid zu spät. Abhauen. Miese Zivilisten. Am liebsten würde ich sie alle verbrennen.